Die Waffe! Gib mir die Waffe! Ja, Madison Mofogge. Wer ist der Beste im ganzen Land? Wer hat zu viel Medizin? Es tötet einen Elefant. Oi. Oh mein Gott! Hörkinners! Was geht bei euch ab? Seit wann ist denn die Uhr hier so am Ticken? Hat das nicht sonst so einen komischen Sound noch? Also in Hintergrundmusik? What the fuck? Was zum Teufel geht denn hier los ab rum? Willkommen zu einer weiteren Runde Hector. Ich denke, wir kommen bald ans Ende dieses Spiels, denn ich habe aus verlässlicher Quelle erfahren, dass es bei anderen ungefähr 3 Stunden gedauert hat. Oh shit, dude. Oh, was ist denn das jetzt hier? Ah, was muss ich jetzt hier machen? Kurs Nummer 7, left and right. Right. Ja, right. Left. Okay. Right. Okay. Right. Okay. Proceed. Ja! Ich darf weitergehen, ich bin gar nicht so disabled, wie ihr gedacht habt, ne? Da ist es zu dunkel da drin. Oh, was labert hier überhaupt? Wer erzählt denn da? Ich wollte jetzt gerade irgendeinen Scherz machen, ne? Und jetzt ist das einfach ausgegangen. Wartet kurz, ich muss hier zumachen. Hallo? Was? Ich beeile mich volle Pulle! Kurs Nummer 7. Gut. Okay, wehe. Hinter mir. Gut, hab ich. Gut, hab ich. Ich hab so Schiss, ne? Ich hab das Headset wieder auf 1000 Kilo gestellt. So lautstärkemäßig, weißt du? Mann, ist es fertig? Ich will jetzt nicht mehr spielen. Ja, Madison Mofogge. Wer ist der Beste im ganzen Land? Wer hat zu viel Medizin? Es tötet einen Elefant. Oi. Alter, ich bin so ein Eminem, ne? Krass. Wir haben ja festgestellt, dass es alles in unserem Kopf ist. Ne, haben wir ja gelernt. Das heißt, wir müssen eigentlich überhaupt keine Angst mehr haben. Aber ich habe Angst, trotzdem. Oh Gott, vor allem in so einer Halle. Das ist gar keine Halle. Alles gut. Okay. Was hat er gesagt? Jetzt kommt der Sound wieder, der eklige. Leute, ich habe eine ganz, ganz, ganz wichtige Information bezüglich Twitch. Ich werde dazu auch noch... Ah, alles klar. ...ein eigenes Video machen. Es geht um die Twitch-Partnerschaft. Ich habe eine Antwort erhalten. Was ist denn hier los? Oh. Ach du Scheiße, bitte nicht. Oh Gott. Hier fällt jetzt aber nicht irgendwas auf meinen Kopf, gell? Ich bin viel zu zart beseitigt, als dass mir irgendwas auf den Kopf fallen dürfte, weißt du? Wenn mir was auf den Kopf fällt, fange ich direkt an zu kreinen. Choose. Ich habe 2 Möglichkeiten, oder was? Choose, was heißt Choose? 2erlei. Es scheint, als würde es hier weiter in der Facility gehen und hier sieht es aus, als würde man in ein Easter Egg laufen. Gleich ist ja wahrscheinlich eine nackte Frau. Oh, fuck. Gut, ich nehme meine Medizin, wartet. Ey, diese verschissene Gänsehaut schon wieder. Ich weiß wirklich nicht, wie ich Resident Evil durchstehen soll. Ich weiß schon, dass ihr euch deswegen auch voll freut. Vielleicht bin ich außerhalb des Spiels jetzt irgendwie rausgelangt, wisst ihr? Übrigens, ich habe eure Bedenken bezüglich der Runden... Soll ich jetzt da lang gehen oder da hinten wieder zurück? Ah, guck mal! Aha! Intuitiv in die richtige Richtung. Das ist halt wieder Profi. Das hat das Spiel einfach nicht gedacht, dass ich so gut bin hier in Horrorspielen. Das denkt sich, ich spiele viel Pokémon, was ja auch stimmt. Okay, klar. Aber so an sich... Oh nein, hier waren wir doch schon mal. Ihr habt vielleicht festgestellt, dass ich die Facecam erstmal nur ein bisschen durchsichtiger gemacht habe. Ich habe jetzt nicht unbedingt abgedunkelt, wie ich es sonst gemacht habe. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, die Abdunklung. Wisst ihr was? Mir läuft eine Schweißperle am linken Arm runter. Ich bin so aufgeregt, obwohl es kalt ist hier drin. Ich bin aufgeregt. Wahrscheinlich ist er hier. Ja, yes, es nee. Sorry, dass ich gerade, ich kann die Themen, die ich anspreche, einfach nicht zu Ende sprechen. Ich bin zu aufgeregt hier. Ich weiß, dass ich gleich so brutal erschrecken werde, dass ich wieder die Maus rumreiß und nicht weiß, wohin mit mir. Hier liegt wenigstens irgendwas. Ein Blatt, Blatt. Gut, gut, gut. Auf in die Ecke, auf in die Ecke. Chillt. He and I got to go on a trip upstairs today. The doctor gave the two of us a gun and I got to hold it. He said we were going to play a game. I like games. Upstairs, there was a man named Jackson. Jackson was it. The doctor said we had to go upstairs and use the gun on Jackson and then he wouldn't be it anymore. Okay. I was a little jealous of Jackson. I wanted to be it. Maybe next time. Scheiße. The doctor told me that I should try not to feel jealous about what other people have. He says that we all get what we are owed in the end. Maybe Jackson will play with me again when it's my turn to be it. Okay, gut. Habt ihr das gehört? Das Vieh ist hier irgendwo. Fuck! Die Tussi hat wohl jemanden umgebracht. Ich stand eben sehr lange auf der Stelle hier, weil dieser scheiß Brief nicht aufgehört hat zu labern. Und jetzt kommt das Viech wohl immer näher. Super geil, ich freue mich schon auf die Fickung des Jahrtausends wieder.
Oh my fucking gosh! He got me! Oh no! But I can run. I can run as fast as I can. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn macht, aber ich laufe im Kreis gerade. Oh mein Gott, ich laufe sowas von im Kreis. Bitte sei weg. Ich weiß nicht, wo der ist. Bitte weg, weg, weg. Kinder, ich bin... Das macht mich so kaputt, das Spiel! Ich muss jetzt hier irgendwo lang. Bleib jetzt weg, du blöde Ratte. Ich muss hier durch. Hier. Aha! Erstmal die Tür schließen, damit ich in Ruhe Schach spielen kann. Ich hasse es, wenn ich nicht in Ruhe Schach spielen kann. Was? Ich muss auch hier irgendwas... Okay. So, ich höre mir kurz den Brief an. Ich habe die Schachfigur da eben abgestellt. I miss my old nurse. She was incredibly fat. And so I wanted her to be fatter still, so I baked delicious tarts each week. Just to see the crumbs fall into all the rolls and cracks. I wondered how long they would stay there. Wie pervers ist das denn? War das jetzt dieser Kane? Wer weiß? Hört ihr es? Das Vieh ist draußen und... Oh, hier ist noch was. Okay, wartet, wartet. Hier ist... Die Waffe! Gib mir die Waffe! Hopp, bevor Monsieur Pimmelnase wiederkommt. Ich brauch die scheiß Waffe! Es gurgelt da draußen irgendwelche Cocks und meint, ich komm raus. Nee, nee. Stop the water, start the fire. The man who's 8 now is at 1180 Washburn Hill. That's a long name to remember, but the doctor says we will say it every day during our routine and soon it will be easy. Stop the water, start the fire. Up to the fourth floor we go, we get to ride the elevator. We get to ride it all the way up to the fourth floor. But the doctor says we only get to go for the elevator ride if we've stopped the water. Stop the water, start the fire. Du Scheiße. Mich beschleicht gerade ein Gefühl des Gewissens, wer mich vielleicht hier hingebracht hat. Hört ihr das? Wie eklig ist das draußen rummacht? Noch ein Zettel. Drei Zettel in einem Raum. Das ist ja wahnsinnig. Hier ist einiges über ihn zu lesen, über diesen Mann. Ne? Er hat wohl gewisse Dokumente. Man soll ihn neutralisieren und die Dokumente zerstören. Subject Notes. Hier sind direkt noch Subject Notes. Also, dass derjenige, der entweder diese Mission ausführt oder den sie hier gefunden haben, gut adaptiert wurde oder hat oder ist, aber aggressive Tendenzen zeigt. Oh shit. Oh mein Gott, wisst ihr was? Bin ich jetzt gerade voll bescheuert? Habe ich das die ganze Zeit nicht gerafft? Sind wir vielleicht dieser verschissene Kane? Es wurde festgestellt, dass er Aggressionen zeigt oder die Aggressionen getriggert werden aufgrund seiner Armbanduhr, seiner Wristwatch. Und in vorherigen Briefen stand doch auch irgendwas mit die goldene Uhr, die hat er behalten und hat er angezogen. Und sind wir dieser Pisser? Sind wir jetzt echt jemand, der hier so richtig abgefuckt am Stissel ist? Und diese Kotbacke da draußen. Wir sollen mal seinen Mund halten. Hier ist so fuck. Geil, jetzt werde ich natürlich durchgebumst, ist klar, okay. Damit habe ich jetzt auch gerechnet. Wir müssen uns darauf gefasst machen, sofort zu rennen. Ich nehme noch einmal unsere Pillen. And here we fucking go! Hector, ist alles klar bei dir? Hector, ist alles klar bei dir? Oh Mann. Hector, kannst du mich ganz kurz vielleicht nicht anpimmeln? Warum ist denn hier überall... Oh nein! Ich glaube, da war ein Loch gerade, Ewe. Ich glaube, da war ein Loch. Mädels, hat das gespielt? Wo bin ich denn jetzt? Da werde ich zur Zofe. Ja, willkommen in einem scheinbar total abgesicherten Raum. Was haben wir hier? The mouse jumps down. The mouse jumps in the pot and then he drowns. Wow. Finde ich ganz schön pervers, was ihr mit den Mäusen getrieben habt hier. Ich fühle eine starke Fickung, die uns erwartet. Ich kann sie spüren in meinen Testikeln. Gerade als Mann kann man sowas sehr gut spüren. Eine bevorstehende Fickung. Alles klar. Gott. Hier waren wir vorhin auch. Halt! Ha! Kurz einhören. The new subject has tested better than expected. Gut, gut. He tolerates pain because he does not take care to notice how much we hurt him. Perhaps he died long ago, before he was ever truly reborn. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass es über uns ist. Habt ihr auch das Gefühl, dass die andauernd über uns sprechen? Hector, ich komme ja schon zu dir. Ich höre dich doch. Ja, wie du da hinten stehst und gegen die Wand guckst. Guck einfach gegen die Wand. Ist in Ordnung, Hector. Ich verstehe es schon. Weißt du, Hector, ich habe früher auch lange Zeit gegen die Wand geguckt. Das habe ich professionell gemacht. Ich habe damit mein Geld verdient, Hector. Jetzt mal ohne Flachs. Ich war der professionellste Wandgucker, den ich jemals gesehen habe. Und die Wände, die ich beguckt habe, die sahen so fucking sexy aus. Ich höre gerade was. I miss Kane. I wanna see him. Oh. Why won't Kane come to see me? I spend all my time with the doctor now. Okay. The doctor is jealous of the love Kane and I have for each other. Okay. The doctor is the one keeping Kane from me. I'm sure of it. I miss Kane. I want to see him.
Ja, Kane ist ja auch wirklich ein geiler Sack, ne? Also Kane scheint ein extrem sexy Boy zu sein, auf den alle Frauen voll fliegen. Oh, wie schön, ein weiterer Gang. Ein weiteres Stück Spa. Hör auf, hier rumzuschreien, Mann. Ich bin immer noch unterwegs. Oh, Leute. Wie kann das sein, dass ich so ein Ja, geil. Wie kann ich so ein Schisshase sein? If he takes my king, I will give back his gold. Only time will tell. Das sieht falsch aus. Clear scissors, feathers, waterboard and oil are most barbaric tools. My favorite toy of all is the needle. There is elegance about sewing a man back together. Das ist der Spruch, den der Kerl, glaube ich, am Anfang gesagt hat, der Doktor, als er uns eben zusammen genäht hat. Nein, nein, ich bin da mal weg. Also wir können vielleicht... Oh, schön, hier ist wieder eine... Ja, wir können weiterspielen, Kinder. Ich habe nämlich eine Spielfigur gefunden. Bald mache ich euch kaputt im... Hector, nein! Nicht! Shit, Hector, ich muss meine Medizin nehmen. Geh mal kurz weg. Ich nehme das... Das ist meine letzte? Hector, ich erwarte eine Klöppelung. Hier ist alles zu. Na, vielen Dank auch. Hector, ich sehe dich. Hör auf, meine Schachfiguren zu gucken, Mann. Ich muss mit der vielleicht noch spielen. Hat der die sich gerade in der Popo geschoben oder was? Der perverse alte Mann. Ah, super. Oh mein Gott, durch die Wand! Hallo? Was ist mit ihm los? So, wo ist der scheiß Chat-Report, Alter? Rapport! Der hat doch Wallhack! Der hat eine krasse Form von Wallhack. Der hat einen Wall... Through! Das ist vielleicht ein Sack! Hector, finde ich nicht in Ordnung, dass du so jemanden beschäftigst hier bei dir, der durch die Wand gehen kann. Da falle ich halt nochmal drauf rein, in das Loch drauf rein. Das war echt schweinig gerade. Dass der da einfach... Ja. Ja, wir sind wieder bei dem Raum. Sehr gut. Zu. Ja, ja, zu. Und ein weiteres Schachfigürchen. Wir brauchen noch zwei! Was? Kommen wir vielleicht endlich mal zum... Neues Briefchen! Pistole kann ich sie nehmen, immer noch nicht. Super. The Senator had an affliction. Rashes upon welts that covered him from the belly to scrotum. I was on a medical visit on behalf of the Crown to America's new world of York. Her Majesty's service wanted to boast our doctors could rival that of any American, and the elderly politician had seen them all. The best these United States had to offer. Ist das jetzt vielleicht sogar schon... Also ist es der Doktor, der die ganze Zeit schreibt? Und falls ja, warum darf ich ihn nicht mal begrüßen, Mr. Doktor? Darf ich sie vielleicht mal kurz sehen und anfassen im Gesicht? Hector, you fucking suck, dude. Also das fand ich wirklich jetzt extrem unfair, wie der durch die Wand gekommen ist. Das geht gar nicht. Da kann ich ja nichts machen. A staircase. This must be the case. Jetzt bin ich wieder hier. Ich dachte, eben da unten liegt ein Bowie Knife, aber es ist nur eine Knochensäge. Ich glaube, damit kann ich nicht so viel. Ja, a fucking battery. Oh my gosh. I found a battery. Ja. Lauf. Ich habe was aufgehoben. 14. Ich habe 14 Dinge aufgehoben. 14 Getränke. Ja, nice. Das finde ich wirklich höchst freundlich, dass ich hier so viel Getränke finde. Ich gucke jetzt ja gar... Eine brennende Frau? Okay. Stop the water. Gut. Start the fire. Aber wie? Wie kann ich dir helfen, Madame? Wie kann ich dein Feuer und deine Sachen ausmachen? Warum ist er so warm? Ich meine, klar, hallo? Wer so lange im Feuer steht, ist... Oh ja. So, oh, direkt das nächste. Wir brauchen nur noch eine verschissene Schachfigur, Leute. Eine! The arrogance of the eagle was in overlooking the natural remedies from the east. Oh boy. The Chinese may be communists, I assured him after applying the salve, but their natural remedies were the best. He made sure I kept quiet about my practice, and for the next few years I was his personal aide. Until his boss had come calling, saying something about a new opportunity to make the world a better place. The arrogance of the eagle was in overlooking the natural remedies from the east. The Chinese may be communists, I assured him after applying the salve, but their natural remedies were the best. He made sure I kept quiet about my practice, and for the next few years I was his personal aide. Until his boss had come calling, saying something about a new opportunity to make the world a better place. To make the world a better place? Wohl kaum mit deinem Scheiß hier. Wohl kaum. Wir brauchen ja immer noch zwei. Das Pferd fehlt ja auch noch. Super. Leute, ich wollte eigentlich alles jetzt hier in die Folge packen, aber ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Lass mir kurz auf die Uhr gucken. Oh, der Fick-Frosch ist da. Oh Gott, ich bin in einem Gebäude! Okay, warte. Ich bin in einem Gebäude, fällt mir nichts Besseres ein? Ach was, you don't say, motherfucker! Ich wollte sagen, ich bin in einem Raum, den ich so nicht verlassen kann. Bitte hau mich nicht, du gemeiner Frosch. Das wollte ich sagen, aber es ist halt nur... Ich bin im Gebäude rausgekommen, weil ich muss das Offensichtliche outpointen.
Super geil, Mann. Hier war sehr gut. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Hector, geh weg. Ich habe eine Taschenlampe dabei. Die kann ich dir in deinen Arnus schieben, wenn du möchtest. Ich pace jetzt hier einfach volle Pulle durch. Ey, ich bin so ein richtiger Outrunner. Halt, ich muss meine Medizin. Sechs, nur noch sechs. Klaut er mir jedes Mal meine Pillen oder was? Jedes Mal klaut er mir meine verkackten Pillen. Ich meine, hoffentlich sind sie nicht verkackt. Klar, hoffentlich sind sie einfach nur maximal mit Kacke dran. Weil ich muss die ja nehmen. Also so in den Mund. Können wir uns vielleicht ein bisschen sputen hier, bevor ich gleich den Arsch voll bekomme? Guck mal, ich werde jetzt hier die ganze Zeit im Kreis geführt, bis ich wahrscheinlich die richtige Tür aufmache. Na, vielen Dank. Oh Gott! Warum hast du gerade die... Ja, da ist... Da ist das Pferdchen. Guck mal, und schon bin ich in der richtigen Halle, Gangraum, Nummer, Rierung. Ja, neuer Brief, sehr schön. He told me I would be going to a new home where doctors with my talents would be needed. Das steht da nicht. At first I thought of Rwanda or Senegal, even China. Little did I know I was going to be staying here, only hidden from the world, a mile underground where the sun will never rise. Scheiße. Das hört sich sehr eklig an, und aber sogleich steht es hier ja gar nicht. Glaubt ihr, es mit Absicht gemacht oder haben die da was verhuddelt? If he takes my king, I will give back his gold. Only time will tell. Wenn wir den King finden, also die letzte Figur, die zufällig eben der King ist, sollten wir es gemeistert haben. Bitte sei nicht hier, schreiender Wurstkönig mit einem Gesicht von einem jemandem, der ich ganz viele Tritte im Gesicht hatte, also in der Vergangenheit. Ich laufe hier wieder im Kreis rum, ne, sehr schön, das macht Spaß. Das macht Freude, meine Damen und Herren. Ich gehe hier lang. Ha, und schon habe ich das Spiel verarscht, doch nicht. Ah, kann ich jetzt die Tür aufmachen? Bitte, 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 bitte. Schade, ich wollte sagen, ah, da ist sie ja. Nein! Ich hab's hingemacht, du kannst mich nicht mehr schlagen. Hallo, ich hab den da hingestellt, den König. Verstehst du das? Ich hab den König an die richtige Stelle gestellt und der ist trotzdem gemein zu mir. Finde ich nicht in Ordnung, ne? Finde ich so jetzt wirklich überhaupt nicht schön, dass der da so... Oh, werde ich jetzt gleich aufgeschnitten? Endlich mal eine neue Umgebung hier. Guck mal, mit Festplatten und Kram. So macht das Leben doch wieder Spaß. Halt! Ha! Ich höre was jetzt, verpiss dich. There are times when I regret going into medicine. I never was any good at sports or anything that involved the arts. Now my art is the reconstructing of another man's will. Super. Ich will unbedingt jetzt hier aufhören. Aber ich glaube, es ist gleich zu Ende. Und ich habe in diversen Horrorspielen schon einen Cut gemacht. Ah, nein, ich kann laufen. Verpiss dich. Da habe ich einen Cut gemacht und dann war ich halt... dann kam das Ende 3 Minuten später. Wisst ihr, und das ist scheiße dann. Geh weg. Ich bin einfach zu schnell für dich. Ich habe sowas von drauf, Alter. Mein Speed ist so up fucking normal. Neuer Zettel. Ich lese jetzt erst. Weh, du beißt mich jetzt. I once had a girlfriend. Sometimes I see her smile when I close my eyes and imagine her dressed in white. She looks back to me, a tiara of daisies on her brow, her eyes reflected in the blue lake nestled in the forest where we make love. Okay, jetzt kommt halt der Pisser, ne? Tja, ich bin schnell davon gelaufen. Sledgehammer! Ich laufe hier wieder im Kreis, super geil. Hector, kannst du mir nicht meine Tür vielleicht einfach so aufmachen und chillig sein, vielleicht? Ja! Ja, was ist hier? Was geht hier ab? Ja, sehr gut. Ich bin bestimmt gleich am Schluss. Geht alle weg. Also nicht ihr. Ich habe neue Notierungen. Es geht hier um zwei auch, die wohl zusammengeführt wurden. Zwei Subjects. Ich weiß nicht, ob das diese Frau ist und Kane. Ich habe keine Ahnung. Mittlerweile verstehe ich gar nichts mehr. Gott, mit dem koreanischen Dorf. Was die getrieben haben. Das war übrigens Nummer 1, ne? Das stand da eben Nummer 1, ja. Ich glaube, hier kommt der nicht rein, der Dicke. Hier sind wir bestimmt ultramäßig sicher. Ich trinke mal kurz was. Ich spüre es einfach, dass das Ende gleich kommt. Ich mache jetzt weiter. Vielleicht kommt... das Video heute dann etwas später, aber ich muss es jetzt einfach zu Ende machen. Das versteht ihr sicherlich. I am a merry man today. So much to discover inside a man's head. Shit. Vielleicht ist er auch die ganze Zeit in meinem Kopf drin. Also, es wird hier... geh weg, Fettsack. Der Sound kam sehr verspätet. Aber okay. Alles ist gut. Warum ist hier alles offen? Und da gehe ich sicherlich nicht lang. Hier gehe ich wahrscheinlich auch nicht lang, sondern ich gehe hier lang. Ich gehe doch die erste Wahl entlang. Immerhin sind wir wieder im Zoo. Ich meine im Zoo. Passt auf, gleicher Raum wie gerade eben. Doch nicht. Um Himmels Willen. Yes, es nee. Oh, hier ist offen. Geil ist. Ja, ein Benzinkanister. Tja, ich bin der Kerl, der die Frau anzündet. Das freut mich wirklich stark. Ich wollte schon immer mal jemanden anzünden. Ich komme schon, Jacqueline. Oh, hier wird's dunkel. Na super ist es dunkel hier. Wow! Nein, oh scheiße. Verschwindest du gerade jetzt? Kleiner rosaner Pimmel. Ja, verschwindet.
Wer ist hier wieder? Kane oder irgendjemand, der mich anfingert? Oh, Akten. Sehr gut. Ich bin derjenige, der den Kerl umgebracht hat und jetzt die Akten zerstört. Und irgendjemand schlägt rum. Wahrscheinlich verbrennt er jetzt halt mit allen zusammen. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Okay, wartet. Da muss ich wahrscheinlich gleich raus. Das ist die Frau, ne? Hallo? Mademoiselle? Warum bist du so komisch schwarz? Was bröckelt denn hier rum? Ah, das ist Feuer. Ich mache einfach mal zu, dass das Feuer da schön drin bleibt, ne? Ich will ja nicht verbrennen oder so. Madame, soll man nicht vielleicht weggehen? Guck mal, das Feuer. Ich bin da mal weg. Ciao, ciao, Madame. Wie komme ich da raus? Gar nicht. Hallo? Gott, es ist warm hier drin. Okay. Das war's jetzt. Wir wurden darauf getrimmt, hier was abzufackeln. Die Frau, die wir die ganze Zeit gesehen haben, war unsere Komplizin. Ich war der Kerl mit der Wristwatch, mit der Armbanduhr. Vielleicht war ich sogar Kane. Also die Person, auf die sie geprägt wurde. Ich für den Preis von, ich glaube, 5 Euro oder wie viel kostet es? Ich glaube, 5 Euro. Finde ich dann doch ein gelungenes Spiel. Auf jeden Fall ein gelungenes Spiel. Also, hallo, hallo. Ich bin sehr zufrieden, dass wir das jetzt zu Ende gespielt haben. Die Information bezüglich der Twitch-Partnerschaft haue ich euch dann einfach in dem nächsten Video raus. Ich kann bei einem Horror-Game einfach nicht so, und heute habe ich gekackt, sondern ich bin aktiv dann dabei, mich einzukacken. Das ist schwierig. Passiert jetzt gleich noch irgendwas? Muss ich mich jetzt erschrecken? Bitte nicht. Snitch! Wir haben es tatsächlich geschafft. Es kommt nichts mehr nach. Das Spiel ist fertig. Ich bedanke mich extrem für eure Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Extrem. Es ist so nice, dass ihr das mit mir durchgestanden habt, dieses Horror-Game. Und wir dann jetzt das nächste beginnen können. Also Resident Evil 7 ist es, gell? Das werde ich mir dann jetzt gleich besorgen. Und dann legen wir damit wahrscheinlich spätestens nächste Woche los. Es wird richtig, richtig krass. Es freut mich auch sehr, dass gerade die letzte Hector-Folge sehr, sehr viele Daumen nach oben bekommen hat. Ihr wisst, dass die Horror-Folgen bei mir nicht gut laufen. Natürlich mache ich sie trotzdem. Vor allem, weil ich halt weiß, dass es sehr viele unter euch gibt, die es trotzdem gerne schauen. Und es werden wohl auch mehr. Es kommen mehr Klicks, es kommen mehr Daumen, es kommen mehr Kommentare unter die Folgen. Und ihr lasst mich einfach spüren, dass ihr das gerne sehen wollt und auch weiterhin sehen wollt. Und dem steht natürlich auch nichts im Wege. Wer jetzt hier einfach mal 100 Bubble Dollar einsacken will für die nächsten Giveaways, für das Knife oder wie auch immer, der teilt dieses Video einfach auf irgendeiner Plattform, auf der ich auch unterwegs bin, also auf Twitter oder auf Facebook oder auf, keine Ahnung, kann man auf Instagram irgendwas teilen, ich weiß es nicht. Wichtig ist nur, dass ihr mich da irgendwie, dass ihr mich verlinkt, damit ich das sehe. Damit ich einfach sehe, dass da was kam. Schreibt da in diese Teilung einfach am Schluss euren Twitch-Account-Namen rein, also damit ich euch die Punkte hinzufügen kann. Das Ganze lasse ich einfach 2 Tage laufen und ja, natürlich solltet ihr einfach mal belohnt werden, auch so eine Geschichte hier zu Ende geschaut zu haben. Das Video ist sicherlich gar nicht mal so kurz. Man kann aber für jeden Account natürlich nur einmal diese Aktion machen. Vielen Dank für alles, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. In das Wasser. Schwanz! Säcklein in die Höhle. Ich hab vorhin die South Park-Folge geguckt. Piss aus meinem Arsch!